Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Bad Münstereifel und wir gehen die Eifelschleife von Sternen und Römern. Die Strecke ist 15,2 Kilometer lang und es geht 260 Höhenmeter hoch und 290 Höhenmeter runter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns hier erwartet, dann bleibt dran. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, wir haben heute so ein bisschen Aprilwetter. Es ist zwischendrin richtig schön, dann ist wieder ein Regenschauer da. Insofern ist das Wandervergnügen so ein klein bisschen getrübt. Es gibt zwischendrin ein paar kleinere Aussichten. Die Wege sind insgesamt eher breit, es gibt aber relativ viel Wald. Und wir freuen uns natürlich noch auf das Teleskop, was jetzt bald kommt. Genau, und was jetzt die Wetterkapriolen angeht, das war auf jeden Fall deswegen schon ganz gut, weil ich heute ein paar neue Schuhe austeste. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen hier die schönen Hanwag-Schuhe neu geholt. Und muss sagen, bis jetzt eigentlich soweit alles prima. Dafür, dass es jetzt die erste Tour ist, da zwickt es ja öfters schon mal. Dafür ist der Tragekomfort eigentlich ganz gut. Einzige Ausnahme vielleicht bei meinem linken Fuß ist momentan so ein bisschen Reibung hinten an der Ferse dran. Da muss ich mal schauen, ob sich das jetzt über die Zeit vielleicht noch so ein bisschen gibt. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, ist es gut. Vor allem sind die Füße auch noch trocken, was jetzt bei dem Wetter vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also da bin ich ganz zuversichtlich für die kommenden Wochen, ne, dass das ein guter Kauf war. Naja, aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen, denn wer unseren Kanal verfolgt, hat vielleicht noch im Hinterkopf, dass wir ja vor ein paar Wochen mit dem lieben Hobbs auf dem Rheinsteig unterwegs waren und da haben wir unser, würde ich sagen, bestes Bier 2023 probiert. Und von diesem Bier, was wir damals getrunken haben, gibt es jetzt noch die Honig-Variante. Und zwar hat uns der gute Hobbs aus Polen das, jetzt spreche ich bestimmt falsch aus, Ratiborski mitgebracht. Und damals, wie gesagt, die normale Variante, jetzt die Honig-Variante. Und da sind wir natürlich mal ganz gespannt, ob der Honiggeschmack da durchkommt. Und wir öffnen das natürlich auch mit Hobbs Flaschenöffner, den er uns aus Peru mitgebracht hat. Also heute alles vom Hobbs.
Also für alle Leute, die den Hops nicht kennen, sucht mal nach Hops Popolski. Wenn ich dran denke, werde ich das hier oben irgendwo verlinken. Aber auf jeden Fall da mal reinschauen. Also wirklich fantastische Aufnahmen, können wir echt empfehlen. Aber jetzt erstmal zum Bier. Riechen tut's gut. Riechen tut's gut. Prösterchen. Prost. Lecker. Auch super lecker. Ich finde auch, dass der Honig gar nicht so dominant ist. Also klar, wenn man es weiß, schmeckt man ihn auch raus. Also man schmeckt ihn schon, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie zu süß wäre. Es gibt ja extra auch so richtiges Honigbier, wie so ein bisschen wie so ein Met. Den finde ich deutlich stärker nach Honig. Ja, aber sehr, sehr lecker. Mega, mega. Also rangiert auch wirklich ganz, ganz oben mit bei. Ich würde zwar immer noch sagen, dass mir das ganz normale Ratiborski noch besser geschmeckt hat. Also das aber ist das fast war aber auch das Höchste, würde ich echt sagen. Das war super, super lecker. Also das ist eine sehr hohe Messlatte. Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das müssen wir auch sagen, obwohl wir ja auch jetzt in den Alpen in Urlaub waren. Also wenn ihr das hier seht, kommen noch ein paar Alpenvideos. Aber wir waren im Allgäu. Und auch in Tirol und Österreich und Bayern sind ja bekannt für gutes Bier. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, das Ratiborski rangiert für mich noch darüber, einmal darüber. Genau. Wir hatten da auch sehr leckere Biere, aber da gibt es halt auch noch Abstufungen. Und das war wirklich ein Highlight, muss man einfach sagen. Genau. Obwohl, das ist auch super. Also rangiert auch sehr weit oben auf jeden Fall. Definitiv. Also kann man richtig, richtig gut trinken. Hat einen schönen, malzigen Geschmack, finde ich. Richtig lecker. Also es ist nicht so hopfig herb, sondern eher würzig, malzig. Klar, den Honig merkt man natürlich, aber auch ansonsten hat es so eine leichte Karamellnote vielleicht, hätte ich jetzt so gesagt. Ne? Also richtig lecker bekömmlich. Genau. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, auf zur zweiten Hälfte. Thank you.
Wir befinden uns kurz vor dem Ziel der für uns drittletzten Eifelschleife und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich grob einteilen in zwei Hälften. Der erste Abschnitt führt vermehrt durch den Wald und in der zweiten Hälfte hat man schöne Rundumblicke auf den Feld- und Wiesenwegen. Wer möchte, könnte noch einen Abstecher nach Bad Münstereifel machen. Die Leute freuen sich dort auch, wenn man in die Geschäfte geht. Die Schäden von der Flut sind nämlich immer noch sehr sichtbar. Und ein weiterer Tipp wäre, dass man so bei Kilometer 9 auf jeden Fall den Abstecher zum Astropeiler mitnimmt, weil man den sonst nämlich gar nicht so richtig zu sehen bekommt. Und ein allerletzter Tipp wäre dann noch, dass es einfacher ist, mit zwei Autos anzureisen, da jetzt immer noch einige Reparaturarbeiten an der Bahn auch durch die Flut bedingt sind und dass es so einfach praktischer ist. In unseren Augen gäbe es vor allem zwei Sachen zu kritisieren. Die erste Sache wäre, dass das Abenteuer hier etwas zu kurz kommt. Es gibt nämlich nur ein paar ganz kurze Pfadabschnitte. Und die zweite Sache wäre, dass gerade auf der zweiten Hälfte ja so gerade die Feld- und Wiesenwege relativ monoton sind und nachher geht es auch noch mal kurz an der Straße entlang. Da zieht sich der Weg etwas. Ja, Highlights waren für uns die schönen Ausblicke, die es gab. Es gab zwar nicht so viele, aber die da waren, die waren wirklich schön. Und ein anderes Highlight war für uns natürlich der Astropeiler. Das fanden wir auch sehr interessant. Unter dem Strich erhält die Strecke daher von uns 5 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.